herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Mach es einfach und mach es einfach. Mein Name ist Ben Ouattara und ich bin High-Performance- und Mindset-Coach für Selbstständige und Unternehmer, denen ich helfe, schneller und effektiver ihre beruflichen und finanziellen Ziele zu erreichen. Und zwar nicht, indem ich ihnen mehr Fachwissen gebe, denn den meisten fehlt es nicht an Fachwissen. Dieser Podcast ist für dich, wenn du nicht in die Umsetzung kommst oder zwar machst, aber schon lange auf demselben Level bist und du entweder zu perfektionistisch bist und dadurch wichtige Termine, Aufgaben und Projekte aufschiebst oder es fehlt dir an Struktur und Zeitmanagement. Du machst zwar, aber du bist nicht so produktiv, wie du eigentlich sein könntest und du lässt dich auch sehr ablenken von deinem Umfeld oder du hast emotionale Schwankungen, Höhen und Tiefen und wenn du dich motivierst, dann ist es nicht von Dauer. Und Business ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Es ist nicht wichtig, was wir ab und zu machen, sondern was wir jeden Tag machen, kontinuierlich, routiniert. Und in diesem Podcast teile ich mit dir Tools, Strategien, die dir helfen werden, zu verstehen, wie du deine inneren Blockaden auflösen kannst. Und bitte versteh mich nicht falsch, Fachwissen ist sehr wichtig. Und von den Experten in deiner Branche zu lernen, ist notwendig. Aber wenn du dein Business auf das nächste Level bringen willst, dann musst du dich erstmal selber mental, emotional, deine Strukturen, dein Umfeld, deine Routinen auf das nächste Level bringen. Und wenn du willst, dass ich dir direkt helfe, dann klick einfach auf den Link in den Shownotes und melde dich an für einen kostenlosen Powercall. Das ist ein Gespräch, was ich mit dir führen werde und ich werde mir deine Situation genau ansehen und mit dir eine Strategie ausarbeiten, wie du dein Business und deine Finanzen auf das nächste Level bringen kannst. Aber jetzt gehen wir erstmal in die heutige Folge von Mach es einfach und mach es einfach. In der heutigen Episode passiert etwas Ungewöhnliches, was ich bis jetzt noch nie gemacht habe. Und zwar bin ich gerade live bei Instagram und habe mal gefragt nach Kollaboration, dass ihr mir Vorschläge gibt für Themen, über die ich reden kann. Ich bin gerade hier am Strand, ich habe gerade meine Morgenroutine beendet und war inspiriert, habe mir gedacht, ich mache einen Livestream, ich habe noch ein bisschen Zeit bis zu meiner nächsten Coaching-Session. Habe mir gedacht, ich werde einfach mal ein Thema aufgreifen. Und es kamen sehr viele Fragen zum Thema natürlich in die Umsetzung kommen, ins Machen kommen. Ja? Wie Powerfragen mir helfen können, wenn ich stehen bleibe, wenn ich eine Limitierung habe, wenn ich nicht weiterkomme. Hier hat einer gerade gefragt, umso mehr ich mir etwas vornehme, ich lese mir mal ganz kurz vor, was das hier ist, weil es ist gerade ein bisschen nach unten gegangen, es ist jetzt gerade live und direct, deswegen, okay. Umso mehr, boah, es blendet so sehr, umso mehr ich mir etwas vornehme, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mache. Entscheide ich mich es dann eben sein zu lassen, bekomme ich es nebenbei erledigt. Okay, ich verstehe nicht ganz die Frage, aber ich kann mir schon denken, was damit gemeint ist. Und hier kommt noch eine andere Frage, Themen gleichzeitig, wie planst du dein Leben, welche Routinen hast du, wie motivierst du dich, wie bleibst du diszipliniert, wie bleibt man am Ball, wie kann man nach den ersten Erfolgen den Erfolg multiplizieren, wie würdest du jetzt ein Projekt starten, um es möglichst schnell zum Erfolg zu bringen. Ja, also es geht sehr stark in die Richtung, wie schaffst du, hier kommt eine neue Frage gerade reingekommen, wie schaffst du es, dich immer wieder von Neuem zu motivieren? Du hast bestimmt auch Tage, in denen es dir vielleicht nicht so gut geht oder du in deinem Lower Self bist. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Diese letzte Frage werde ich jetzt erstmal als Ansatz nehmen, als Anstoß nehmen, die jetzt gerade reingekommen ist. Die Frage ist, kommt von Daniela, okay? Und das ist ein interessantes Konzept, immer wieder neu zu motivieren, okay? Wie kann man sich immer wieder neu motivieren? Einmal ist es wichtig, ein Momentum aufzubauen. Okay, ich habe zum Beispiel jetzt gerade mein Morgenritual beendet. Das ist etwas, was ich jeden Morgen mache. Ich wache auf. Es gibt bestimmte Sachen, die ich jeden Morgen tue. Jeder von euch hat bestimmte Sachen, die er morgens tut. Die Frage ist, unterstützen dich diese Sachen dabei, deine Vision wieder zu entfachen? Genauso wie jeden Tag du rausgehst, deine Energie sich entlädt, deine körperliche Energie. Musst du essen, du musst schlafen, du musst trinken, du wirst dreckig. Das heißt, du musst duschen, du musst deine Zähne putzen. Ja, es gibt so viele Sachen, die wir machen müssen. Wir müssen immer wieder das wieder auffüllen. Das ist wieder ein Tank von einem Auto. Du musst Benzin raus, wieder reintun, um wieder nach vorne zu gehen. Aber wenn es um unser Mindset geht, um unsere Emotionen, um unsere Gedanken, das sehen viele Leute nicht als ein Behälter, ein Tank, der wieder aufgefüllt werden muss. Man hat das Gefühl, man wacht einfach auf und man kann einfach loslegen. Warum? Weil man es immer so gemacht hat.
Und nur weil man etwas immer so gemacht hat, heißt es noch lange nicht, dass es richtig ist. So, und jetzt kommen wir zu diesen Punkten. Okay, warum wird der Tank entleert? Was ist das, was uns Energie kostet, uns Energie raubt? Ja, das ist wichtig, dass man guckt, okay, ich kann mit einem vollen Tank viel länger fahren, wenn ich nicht zu viel Ballast drin habe. Ja, wenn das Auto voll ist und es schwerer ist, muss der Motor natürlich mehr arbeiten. Und deswegen kostet es mehr Energie. Ist alles das, was ich mit mir mittrage, notwendig? Da gibt es natürlich externe Elemente. Ja? Da kannst du sagen, dein Umfeld, die Orte, an denen du bist, die Menschen, mit denen du bist, die Routinen, die du anpasst und auch deine physische Energie nach oben bringen und so weiter. Aber dann gibt es das von innen. Diese Gedanken, die man jeden Tag mitnimmt. Diese Emotionen, die man jeden einzelnen Tag kreiert. Diese Probleme, die wir haben, sind meistens wir selbst. Du bist das größte Problem in deinem Leben, aber du bist auch die größte Lösung. Okay, aber was bedeutet das wirklich? Ich habe das schon öfters gesagt. Leute sagen, ja, okay, aber was bedeutet das konkret? Okay, wir werden darauf eingehen und dann werde ich zu dem nächsten Step gehen. Nämlich diese Probleme und diese Gedanken, diese Emotionen. Aber erstmal, du bist das größte Problem. Okay. Das heißt, du musst die Lösung werden. Wie machst du das? Indem du dich veränderst. Indem du eine neue Version von dir selbst wirst. Und Leute sagen mir, okay, eine neue Version von dir selbst, was ist das überhaupt? Ist es dir schon mal vorgekommen, dass Leute das zu dir gesagt haben oder dass du das zu jemand anders gesagt hast? So, ich erkenne dich nicht wieder. So, du bist nicht mehr der Gleiche. Was wird gemeint, wenn man sagt, du bist nicht mehr der Gleiche? Wird damit gemeint, dass die Person anders aussieht? Kann sein, dass jemand abgenommen hat. Aber sogar das, wenn jemand das gleiche Verhalten hat, die gleichen Denkmuster hat, dann ist das der gleiche Mensch. Aber das Ding ist, jemand kann sich extern gar nicht verändern, ohne dass er das, was er tut, das, was er denkt, das, was er sagt, verändert. Das heißt, sehr oft, wenn jemand, sagen wir mal, immer pleite war und jetzt hat er auf einmal sehr viel Geld und kann es halten, musste er zu einer neuen Version von sich werden. Wenn jemand übergewichtig war und hat abgenommen und ist jetzt fit, dann denkt er anders über bestimmte Teile seines Lebens und vielleicht sind es nicht so elementare, dass du sagst, okay, allgemeine Sachen im Leben, da denkt er immer noch gleich, verhält sich immer noch gleich, aber was das angeht, hat er sich verändert. Aber er ist irgendwo zu einer neuen Version geworden. Das heißt, es ist nicht, wie jemand aussieht, es ist nicht, was jemand bekommt, es ist, wie jemand zum Beispiel redet. Du hast einen Freund oder eine Freundin oder jemanden, den du kennst und du merkst plötzlich, ey, diese Person verhält sich anders. Denkt anders. Etwas, was die Person vorher gemacht hat, macht sie jetzt nicht mehr. Oder etwas, was die Person nicht mehr gemacht hat, hat sie gemacht. Sagst du, hey, ich erkenne dich gar nicht mehr wieder. Du bist ganz anders. Das heißt, du musst die Art und Weise, wie du denkst und wie du handelst, ändern. Und dann wirst du jemand anders sein. Das ist der erste Step. Und das ist nicht ein Step, der einmal passiert. Das ist ein Prozess. Es ist ein Prozess. Es ist ein Weg. Die neue Version von dir selbst zu werden. So, und dann ist die Frage, was hält dich zurück, wenn du weißt, weil es ist das Ding, ne? Viele Leute gucken auf, was sie tun müssen. Aber bevor du etwas tun kannst, musst du aus einer anderen Essenz rauskommen. Was du täglich denkst, was du täglich fühlst, beeinflusst, was du täglich tun wirst und wie du es tun wirst. Und deswegen ist es so wichtig, dass man seinen Tank morgens füllt. Jeden Morgen. Ich habe meine Vision. Ich weiß, wo ich hin will, aber ich gehe jetzt schon da rein. Ich gehe jetzt schon in den Überfluss. All das, was ich jetzt nicht habe, all das, was ich jetzt noch nicht kann, all das, was ich jetzt noch nicht kenne, ich gehe da rein, emotional. Ich brauche gar nichts. Ich habe schon alles. Und dann gehe ich da raus und kann geben. Das Problem ist, viele Leute leben im Mangel und sie wollen viel haben. So, und dann kommt eine der größten Limitierungen, auf die ich jetzt eingehen will. Weil das ist, wenn man das verstanden hat. Und verstehen ist halt nicht so, ja, ich habe es verstanden. Es ist genau wie, weil ich jetzt sage, so, ja, eine neue Version von sich selbst zu werden und so weiter und anders denken, anders fühlen. Ja, das habe ich schon oft gehört. Aber kannst du es in deinem Leben integrieren oder nicht? Wenn nicht, hast du es nicht verstanden. Es ist nicht Teil von dir. Du kennst die Theorie, aber das ist wichtig, dass man es in der Praxis auch hat. Okay? Das heißt, okay, Probleme. Du weißt, was du eigentlich tun musst, aber jetzt kannst du es nicht tun, weil du emotional dir im Weg stehst. Und da kommt eines der größten Learnings, die ich jemals in meinem Leben hatte. Ein Problem ist eine Situation, die dich stört, die du nicht haben willst, die du nicht akzeptierst. Sonst ist es kein Problem. Das ist einfach nur eine Situation. Ich will
geradeaus laufen, hier ist eine Wand. Okay, dann muss ich links gehen und vielleicht brauche ich eine Stunde länger, um dahin zu kommen. Aber wenn es mich stört, ist es kein Problem. Sobald es mich stört, wird es zu einem Problem. Und warum stört es mich? Es gibt Menschen in meinem Umfeld, die bestimmte Sachen sagen, bestimmte Sachen tun. Das ist das Ding. Du kannst nicht beeinflussen, was andere Leute tun, was andere Leute denken, die Umstände, das Wetter. Du kannst es nicht ändern. Wenn es jetzt anfängt zu regnen, ist es nur ein Problem, wenn es mich stört. Wenn es mich nicht stört und ich sage, boah, ich liebe den Regen, es ist erfrischend, es war eben ein bisschen warm, ist es nicht ein Problem. Wenn ich im Stau stehe und sage, okay, perfekt, dann kann ich diese Podcast-Folge noch zu Ende hören, so super. Wenn ich nicht zu spät bin, weil ich eine Stunde früher losgehe, und wenn es mich nicht stört, dass es einen Stau gibt, ist es kein Problem. Es ist erst ein Problem, wenn es mich stört. So, dann ist die Frage, warum stört dich etwas? Und die Fähigkeit, und das ist halt auch sehr viel, was mit in Zen beigebracht wird, ist, mit dem sein zu können, was ist. Emotionen, die hochkommen, Angst, Nervosität, sie durch dich durchgehen lassen und trotzdem eine Sache machen. Also so viele Leute haben eine Handlung, die sie heute vollziehen müssen. Du musst jemanden anrufen. Aber du bist nervös, weil du so viel Wichtigkeit da drauf tust. Oh, was ist, wenn es klappt? Was ist, wenn es nicht klappt? Oh, ich muss zu einem Bewerbungsgespräch, ich bin so nervös. Und wenn du eine Deadline hast, dann musst du es machen. Aber wenn es etwas ist, was du verschieben kannst, sagst du, ah, weiß ich, ich bin noch nicht ready, ich mache das morgen. Ich will eine Podcast-Folge aufnehmen, aber ah, ich bin nicht sicher, das ist perfekt. Ich habe noch nicht das richtige Mikrofon, ich habe noch nicht dies, ich habe noch nicht das. Diese ganzen Gedanken, die kommen, sind einfach nur Verzögerungen, sind einfach nur Gedanken. Die kreieren eine Emotion. Aber warum, wenn du an die Essenz reingehst, warum stört es dich? Warum stört es dich? Wenn jemand dich kritisiert, warum stört es dich? Warum hast du Angst vor Kritik? Warum hast du Angst, dass du etwas tust, dass es peinlich wird? Warum stört es dich? Ja, weil... Und dann kommen wir auf Glaubenssätze. Was ist die Bedeutung dahinter, darunter? Wenn du einen Glaubenssatz hast, dass Kritik etwas Negatives ist, dass Kritik, wenn jemand dich kritisiert, das bedeutet, dass du schlecht bist, dass du an nichts nutzt bist, dass du was auch immer es ist, dann wirst du so Angst davor haben, kritisiert zu werden. Und da kommt oft Perfektionismus her. Du siehst nicht diese andere Person als Partner, wenn du Kritik als etwas Positives siehst. Wenn du sagst, ey, das ist ein Feedback, was jemand mir gibt, damit ich mich verbessern kann. Und je schneller ich Kritik bekomme, desto schneller kann ich mich verbessern und desto perfekter wird das, was ich mache. Also muss ich so schnell wie möglich nach vorne gehen. Wirst du ganz anders handeln, weil du ganz anders denkst und wirst aber auch ganz anders fühlen. Und dann ist es auch kein Problem für dich, wenn jemand dir etwas sagt, dich korrigiert. Weil Kritik ist ja auch immer so ein vorbelastetes Wort. Jemand korrigiert dich oder gibt dir einen Verbesserungsvorschlag. Aber wenn du den Widerstand hast zu Kritik, dann hast du Angst, erstmal Leute zu kritisieren, weil du denkst, es ist etwas Negatives und ich tue denen etwas Schlechtes an, wenn ich sie kritisiere und ich denke eigentlich etwas und ich sage es nicht. Und du hast einen großen Widerstand dazu, kritisiert zu werden. Das ist jetzt nur ein Punkt, Kritik. Es kann so viele andere Bereiche sein. Aber wenn du siehst, dass es etwas Positives ist und du hilfst jemandem dabei, dann wirst du auch Wege finden, wie du perfekt jemanden unterstützen kannst dabei. Natürlich wird es andere Leute geben, die das negativ auffassen, weil jeder hat dann seine eigene Bewertung im Kopf. Daher kommt dir auch der Glaubenssatz, weil du Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hast, wo du vielleicht was jemandem gesagt hast und die Person hat dich angeschrien und sagt, okay, sag nichts mehr, ich werde nie wieder irgendjemandem was sagen. Oder jemand hat dich kritisiert und versucht, dich zu unterdrücken. Du kannst auch das Gefühl haben, dass vielleicht kritisierst du auch Leute, aber du hast dann das Gefühl, du bist besser als sie und du stehst über ihnen. Sehr oft machen das Leute. Oder sie gehen online auf Social Media und haten oder schreiben Hater-Kommentare oder kritisieren andere Leute. Aber aus einem so dieses Herabgucken und diese Leute werden sehr starke Probleme auch haben, etwas nach draußen zu tragen, weil sie Angst dann haben, dass andere Leute auf sie herabgucken, weil niemand ist perfekt. Sogar die Natur ist nicht perfekt. Evolution besagt, dass etwas sich weiterentwickeln kann. Wenn sich etwas weiterentwickeln kann, heißt es, es kann nicht perfekt sein. Wenn es perfekt wäre, kann man es ja nicht weiterentwickeln. Wenn die Natur nicht perfekt ist, wer denkst du, dass du bist, dass du perfekt sein kannst? Aber das sind diese Glaubenssätze, die da drunter liegen. Aber das ist wieder diese Essenz. Ein Problem ist nur ein Problem, weil es eine Situation gibt, die du nicht haben willst. Du kannst nicht mit dieser Situation sein. Es ist dir so unangenehm, dass du es nicht willst. Und sogar wenn du dich dazu bringen kannst, dich zu überwinden, das ist oft das Ding. Wenn du jetzt ein Business startest, wenn du jetzt nach draußen gehst und dich präsentierst, kann es sein, dass Leute dich kritisieren. Es kann sein, dass du
Zeit investierst, die nicht zurückbekommst. Es kann sein, dass du das, was du machst, scheiterst. Es kann sein, dass du Geld verlierst. Es kann sein, dass du Menschen zum Beispiel nicht mehr mit dir befreundet sein werden, weil du jetzt dein wahres Ich nach draußen trägst und für Sachen einstehst, die für dich richtig sind. Und du weißt, manchen Leuten wird das nicht gefallen. Dass manche Leute deinen Erfolg als Bedrohung sehen und deswegen nicht mehr Zeit mit dir verbringen wollen. Aber eigentlich magst du diese Menschen. Du willst in deiner Komfortzone bleiben. Vielleicht wirst du dich von deinem Partner trennen, weil bestimmte Sachen einfach nicht funktionieren und du hast Angst davor. Vielleicht, es gibt so viele Sachen, vor denen man Angst hat und dann fängt man an, unauthentisch zu sein. Aber das ist, weil du mit diesem Zustand nicht sein kannst. Es ist ein Problem, weil es dich stört, weil du nicht damit sein kannst. Wenn du aber ein Business startest oder wenn du nach draußen gehst, es wird passieren, dass ein Kunde nicht zufrieden ist mit dem Ergebnis. Die Frage ist, was machst du, wenn es passiert? Wie gehst du damit um? Es wird sein, dass Leute dich kritisieren. Wie gehst du damit um? Wie kannst du es zum Positiven nutzen? Und jetzt kommt eine Frage, die hier gestellt wurde, Powerfragen. Powerfragen sind Werkzeuge, weil unsere Gedanken sind nichts anderes als die Fragen, die wir uns stellen und die wir uns in unserem eigenen Kopf beantworten. Wenn du dir bessere Fragen stellst, bekommst du bessere Antworten. Das Problem ist, wir sind konditioniert, immer wieder dieselben Fragen zu stellen. Wenn jemand etwas sagt, oh Mann, warum habe ich es nicht direkt hingekriegt? Oh Mann, ich bin dumm. Diese Person denkt wohl, sie ist besser. Was auch immer. Deine Gedankenprozesse sind einfach Fragen, die du stellst und du beantwortest. Wenn ich aber zum Beispiel eine Kritik bekomme von einem Kunden und ich stelle mir die Powerfragen, was denkt die Person? Was will die Person? Was braucht die Person? Ich fokussiere mich auf die andere Person. Weil so oft ist dieses, oh nein, wie kann ich damit umgehen? Ah, scheiße, kann sein, dass ich jetzt zum Beispiel keine weiteren Kunden kriege. Kann sein, dass dieser Kunde dann irgendwie eine negative Review schreibt und dann werde ich nicht mehr dies und ich introvertiere und ich gehe dann in diese ganzen Horrorszenarien rein. Aber wenn ich mich fokussiere, oh, was ist gut daran? Du hast jetzt gerade was gemacht, es hat nicht geklappt, was ist gut daran? Was habe ich übersehen? Was kann ich lernen? Wie kann ich es verbessern? Was denkt, braucht, will die andere Person? Wie kann ich es in einen Win-Win verwandeln? Und du setzt dich wirklich hin und schreibst dir diese Gedanken auf. Plötzlich kommst du auf ganz andere Antworten und plötzlich beruhigst du dich und plötzlich fühlst du dich ganz anders und du kannst dann auf Situationen zugehen. Und deswegen ist es so wichtig zu machen. Perfektionisten bleiben in der Theorie, bis sie das Gefühl haben, dass sie alle Optionen, alle Situationen, die entstehen könnten, die für sie ein Problem wären, weil sie nicht mit den Situationen umgehen können, weil sie die Situation sich stören, eliminiert haben in ihrem Kopf, bevor sie anfangen können. Aber nein, was mache ich, wenn ich mein Geld verliere? Ich habe schon so oft von Null angefangen, ich habe kein Problem damit. Ich sage immer, ich gewinne oder gewinne, denn ich habe nichts zu verlieren. Weil ich das wirklich so sehe. Entweder ich gewinne oder ich lerne. Ich werde immer etwas mitnehmen. So, und es befreit dich. Manchmal gibt es Situationen, wo diese Emotion kurz hochkommt, weil es unterbewusst, aber du bringst es ins Bewusstsein. Sag, Moment mal, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das kann passieren. Okay, kann ich damit sein? Und jetzt gibt es Zustände in deinem Leben, die du vielleicht gar nicht akzeptierst, die du gar nicht haben willst. Aber sie sind nun mal da. Es gibt Leute, die sind übergewichtig und sie wollen gar nicht auf die Waage gehen. Sie wollen gar nicht wissen, wie viel sie wiegen. Sie wollen nicht zum Arzt gehen, weil die sagen, ja, weißt du was, so, ich will gar nicht wissen. Man kann so Bluttests machen, dann kannst du rausfinden, alle möglichen Sachen, die du hast. Boah, aber was ist, wenn ich jetzt rausfinde, dass ich irgendwie Krebs habe oder irgendwas habe? Ich will es nicht wissen. Am besten so, ich will es gar nicht wissen. Ich will gar nicht so meinen Kontostand, ich will gar nicht da reingehen und so wirklich so mir angucken, was ich für Ausgaben hatte diesen Monat. Ich will gar nicht da, ich weiß was, vergiss alles, ich will jetzt einfach so nach vorne gucken. Aber warum stört es dich so sehr, da reinzugehen, das zu konfrontieren? Kommunikation mit manchen Menschen. Es gibt bestimmte Streits, die du hattest mit Leuten, bestimmte Sachen, die dir so unangenehm sind, dass du sie nicht ansprechen willst. Und deswegen versuchst du, sie zu vermeiden, aus dem Weg zu gehen. Und manchmal zwingt das Leben dich dazu, dich damit zu konfrontieren. Und dann machst du es und dann behältst du aber diesen Glaubenssatz, dass es etwas Schlechtes ist, es stört dich, du willst es nicht haben, du kannst nicht damit umgehen. Und deswegen wirst du in der Zukunft weiterhin es verzögern. Und deswegen ist es so wichtig, ist so dieses, im Zen ist es so, sein zu können mit dem, was ist. Eine Emotion kommt hoch und sehr oft ist es so, wir wollen etwas machen, um das direkt zu lösen oder wir wollen es unterdrücken. Aber ganz kurz damit sein zu können. Es fühlt sich gerade schlecht an, aber ich bleibe mit diesem schlechten Gefühl ganz kurz in mir drin. Es kommt nach oben.
Es werden Sachen passieren, die sich nicht gut anfühlen in deinem Leben. Du wirst Sachen probieren, die nicht funktionieren. Menschen werden aus deinem Leben gehen. Menschen werden sterben. Du wirst Sachen verlieren. Aber das ist Teil des Lebens. Ich bereue nichts, was in meinem Leben passiert ist. Ich bereue keinen Fehler, den ich gemacht habe. Weil er hat mir so viel gegeben. Und ich habe das Leben in allen Farben kennengelernt. Es ist wie ein Film. Und ich nehme es mit. Und je öfter du dann in Situationen reingehst, die früher für dich unangenehm waren, und mit denen sein zu können, wenn du nach draußen gehst, netzwerken willst oder Menschen ansprechen willst, Fremde ansprechen willst, wird es sein, dass du abgelehnt wirst, dass manche Leute nicht mit dir reden wollen, dass Leute sagen, ach, geh weg, oder dass Leute dir nicht antworten. Aber die Frage ist, warum stört es dich? Es ist nur ein Problem, wenn es dich stört. Und wenn es dich stört, dann kannst du nach unten gehen und dich fragen, warum stört es mich? Und dann gehst du an die Quelle von allem. Deine Glaubenssätze, deine Ansicht über die Welt, deine Gedanken, die du hast, über dich selbst, über andere Menschen, über Situationen, was sein sollte, was nicht sein sollte. Und da gibt es sehr viele Werkzeuge, die uns helfen können, da reinzugehen. Das ist wirklich so, dass wenn du Situationen konfrontierst und diese Emotionen nach oben kommen, sie zeigen dir wirklich, woran du arbeiten musst. Viele Leute wollen in den Flow reinkommen. Und sie glauben, es liegt an Tools, an irgendwelchen Werkzeugen, an irgendwelchen Techniken von außen. Und sie suchen diese Glückseligkeit im Außen. Du willst immer schöne Momente haben. Und das ist, was du gut nennst. Und all das, was sich nicht gut anfühlt, ist schlecht. Das stimmt aber nicht. Sehr viele Sachen, die sich im Jetzt nicht gut anfühlen, sind gut. Nur weil sich etwas nicht gut anfühlt, heißt es nicht, dass es nicht gut ist. Es ist sehr kindisches Denken. Das Essen, was mir schmeckt, ist gut für mich. Das Essen, was nicht schmeckt, das ist sogar fast das Gegenteil bei sehr vielen Sachen. Aber du kannst auch in einen Zustand reinkommen, wo dieses es ist nicht gut oder fühlt sich nicht gut an, ist auch nur eine Bewertung. Ich mag das nicht. Ich habe keine Lust drauf. Warum muss das jetzt sein? Wie willst du dich dann fühlen? Und dass man mehr und mehr damit spielt. Es gab so viele Sachen, die ich nicht gemocht habe oder die ich vermieden habe, die ich gehasst habe. Ich war sehr introvertiert. Ich hatte so Angst vor Bewertungen von anderen Leuten. Jetzt, ich mache Livestreams, ich gehe auf Bühnen, ich mache voll viele Sachen. Aber weil ich nicht derselbe Mensch bin. Ich bin nicht mehr derselbe. Ich bin nicht mehr derselbe. Du erfindest dich selbst wieder neu. Jedes Mal. Wenn du lernst, mit dem zu sein, was du eigentlich vermeidest. Das ist ein sehr interessantes Spiel. Aber die Sachen, wo du am meisten Widerstand zu hast oder am meisten Verlangen, sind oft verknüpft. Du willst etwas unbedingt. Na, zum Beispiel, du siehst jemanden. Ne? Männer sehen eine Frau oder Frauen sehen einen Mann und du sagst, boah, das ist mein Traummann oder meine Traumfrau. Jetzt ist das Verlangen so groß. Und jetzt wird dieser Druck groß, weil du jetzt denkst, boah, was ist, wenn diese Person mich nicht mag oder mich abweist? Oh. Und jetzt entsteht diese Blockade in dir. Genauso ist es mit deinen Zielen und mit dem Bewerbungsgespräch, mit was auch immer. Je größer das Verlangen ist, desto größer ist meistens auch der Widerstand, wo man dann Angst hat, etwas zu verlieren. Aber vor 5 Minuten, bevor du diese Person gesehen hast, hattest du nicht dieses Gefühl von Verlust. Wenn du mit dieser Person, je schneller du rausfindest, desto schneller kannst du damit umgehen. Wie mit diesem Beispiel, wenn du jetzt einen Check-up machst von deinem Körper und du hast Krebs oder du hast irgendeine Krankheit, du willst auch so schnell wie möglich rausfinden, weil jetzt kannst du doch was tun. Jetzt kannst du handeln. Jetzt kannst du es verbessern. Aber den Zustand zu ignorieren, verbessert ihn ja nicht. Genauso ist es mit all den Sachen, die man nach hinten schiebt und nach vorne schiebt. Du kannst Probleme oder Situationen nicht lösen, wenn du sie nicht begegnest. Wenn du aber einen Widerstand hast, ihnen zu begegnen, weil du einfach etwas nicht magst oder weil dich etwas stört, dann ist es ein Problem. Ich habe heute Morgen einen Spruch gepostet in meiner Story, wo ich gesagt habe, jeder kann. Weil oft sagen Leute, ja, manche können einfach nicht erfolgreich sein. Doch, jeder kann, aber nicht jeder wird können. Jeder kann das lernen, aber nicht jeder wird es können. Nicht jeder wird den Step gehen. Das heißt, du kannst es jetzt lernen, sodass du in 5 Jahren Fähigkeiten hast. Aber die meisten Leute werden in 5 Jahren nicht diese Fähigkeit haben, weil sie es nicht gemacht haben. Nicht, weil sie es nicht können.
weil sie dem aus dem Weg gehen. So, jetzt hat gerade jemand gesagt, verpasst deinen Termin nicht. Ja, das ist gut. Ich bin so im Flow. Viertel vor, jetzt muss ich los. Und eine letzte Analogie zum Thema Flow. Ich habe am Anfang gesagt, du bist das größte Problem, aber du bist auch die größte Lösung. Warum? Ich habe letztens das gehört, das ist wie wenn du einen Schlauch hast, okay, und durch diesen Schlauch muss Wasser durch. Das ist ja der Flow. Und egal was es ist, deine Energie, deine Kreativität, dann was auch immer, dein Potenzial fließt durch dich durch. Aber viele Leute haben einen Knoten in diesem Schlauch und deswegen fließt es nicht. Oder es kommt sehr wenig durch, obwohl so viel Druck dahinter ist, kommt ganz wenig vorne aus diesem Schlauch raus. Aber der Knoten ist ja nicht ein externes Element. Leute denken immer so, okay, wenn ich eine bessere Beziehung habe, wenn ich mehr Geld habe, wenn ich das habe, wenn ich das habe, im Externen suchen sie nach diesen Lösungen. Aber der Knoten ist ja nicht etwas von außen, was gekommen ist, was wieder weg muss. Der Knoten ist ein Zustand. Dieser Schlauch ist in einem Zustand, wo der Knoten existiert, aber der Knoten an sich ist ja kein Element. Es ist einfach nur die Form, in der sich dieser Schlauch befindet. Und du musst diesen Knoten auflösen, indem der Schlauch, ne, muss erstmal zurückgehen und rausfinden, wo dieser Knoten ist, wie der Knoten entstanden, um ihn aufzulösen. Und plötzlich fließt das ganze Potenzial nach draußen. Und der Schlauch ist eigentlich immer noch derselbe Schlauch. Aber in dem anderen Zustand ist die Möglichkeit rausgegangen, dass du sogar denkst, es ist ein neuer Schlauch. Die Person sieht noch gleich aus, aber verhält sich anders, weil sie anders denkt und anders fühlt. Und deswegen ist es nicht dieselbe Person. Du musst zu dem werden, der du sein willst, um das zu tun, was du tun musst, um das zu haben, was du haben willst in deinem Leben. Deswegen, wenn man sagt, mach es einfach und mach es einfach, ist eigentlich der Schritt davor, sei es. Denn aus dem Sein machst du sowieso anders. Alright? So, wenn du willst, dass ich dir dabei helfe, da wirklich rauszufinden, wo bei dir diese Limitierungen, diese Knoten sind, dann klick auf den Link in der Beschreibung, du weißt Bescheid. Du kannst dich anmelden für einen kostenlosen Power Call. Das ist ein ungefähr anderthalbstündiges Gespräch mit mir. Vorher war es eine Stunde, jetzt ist es anderthalb Stunden, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mehr Zeit brauche, um da wirklich in die Tiefe zu gehen. Ich nehme mir die Zeit, in deine Situation reinzugucken. Und der Call ist völlig kostenlos. Wie es genau abläuft, das siehst du, wenn du auf den Link klickst in der Beschreibung. Das ist auf www.benwatara.com. Da ist alles erklärt. Da musst du ein paar Sachen, ein paar Details ausfüllen, dass ich mich einfach vorbereiten kann, auch sehen kann, so, wo du gerade stehst, wo es Sinn macht. Welches Problem du gerade hast, welche Limitierung hast, welche Situation du gerade hast. Und ich will natürlich deine Zeit respektieren, meine Zeit respektieren, dass ich nun wirklich mit Leuten mich hinsetze, denen ich helfen kann. Und mit einem Thema, mit dem ich mich auch wirklich auskenne, dass es wirklich um das Thema Mindset geht. Aber du wirst alles, wird da erklärt auf der Seite. Und ja, Mann, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass die Anstöße heute dir gefallen haben. Komm häufiger in meinen Livestream rein. Ich werde das öfters mal machen. Ich frage jetzt gleich mal nach ein bisschen Feedback. Jedenfalls wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Vergiss nicht, Wissen es nicht macht. Nur Machen es macht. Also mach es einfach und mach es einfach.